Was für ein Tee willst du? Es gibt mehr als eine Sorte. Wir haben Blaubeer, Himbeer, Ginseng, Schlafguttee, Grüntee mit Zitrone, Grüntee mit Zitrone und Honig, Leberwohl, Ingwer mit Honig, Ingwer ohne Honig, Vanille, Mandel, weißer Trüffel, Blaubeer, Kamille, Vanille, Walnuss, Besserwisser und Earl Grey. Hast du ein paar davon erfunden? Ich werde ein Schlafgut nehmen. Ja, klingt doch super. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei N-Switch On. Heute darf ich endlich Scott Pilgrim vs. The World, The Game, ausprobieren. Ich freue mich schon richtig darauf. Ich wollte das Spiel, seit ich das erste Mal irgendwas dazu gesehen habe, wollte ich dieses Spiel endlich mal austesten. Damals gab es das aber nirgends zu holen. Jetzt habe ich endlich die Chance und ich bin gespannt, wie es ist. Den Film habe ich bestimmt 30 Mal gesehen, weil ich den so geil finde. In Deutsch und in Englisch. Er ist einfach fantastisch und deswegen, lauter mal, ich höre ja gar nichts. So, ich bin gespannt, wie sich das Spiel spielt, weil es sah auch nach einer Menge Spaß aus. Aha, winners don't eat meat. Okay. Scott Pilgrim liebt Ramona Flowers. Aber er muss ihre 7 Ex-Freunde besiegen. Teuflische Ex-Freunde, bitte. Ring frei. Na, dann bin ich mal gespannt. Plus drücken. Du. Scott Pilgrim ist zurück. Feiert seine Rückkehr zum 10-jährigen Jubiläum. Spiel deinen Lieblingscharakter Scott Pilgrim, Ramona Knives. Ramona, Knives, Stephen, Kim oder Wallace und kämpfe gegen harte Gegner, um die Liga der Teufel nicht Ex-Lover zu besiegen. Na klar doch. Extra Spielmodi, Bestenlisten, Hilfe und Optionen. So wird gespielt. Herzpunkte, klar, du verlierst Herzpunkte, wenn du getroffen wirst, klar, hast kein Geld mehr. Geld, Mutpunkte, die Fähigkeit nach einem K.O. wieder auf die Beine zu kommen, wenn du hochkommst, verwandeln sich ein paar Mutpunkte in Herzpunkte. Du kannst sie auch für Superangriffe benutzen oder um Knives zu Hilfe zu rufen. Schnelle und starke Angriffe, Y und X. Ach komm. Nicht lange labern, los geht's. Story-Modus. Allerweltstyp, harte Nummer oder Großmeister. Okay. Fangen wir erstmal als Allerweltstyp an. Ich bin für Beat'ems, bei solchen Beat'em-Ups nicht so gut. Scott, Kim, Stills, Ramona, Wallace. Komm, fangen wir erstmal mit Scott an. Das passt am besten zu mir. Okay. Eingeschneite Vororte. Aha. Das ist so eine schöne Super Mario Map irgendwie. Winterliches Toronto. Verpasst nicht die große Show. Okay, man kann mit dem Steuerkreuz oder mit dem Dingens, mit dem Stick laufen. Aha, okay. So, das ist ein Schlag, das ist Kick. Mit A blockt man. B ist fürs Springen. Okay. Kapow! Wie geil ist das denn? Gib mir dein Geld, du Arschloch! Das hat ja nicht wirklich was gebracht, okay. Alright. Halt. Cool. Loot. Okay, man kann auch rennen.
Ich bin in einer Superrunde oder so. Gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir mehr Kohle. Okay, noch passiert nicht viel. Ah, Ball. Na, gib her. Alter! Autsch. Boah. Geht ja gut los hier. Level up, yeah, Scott, neuer Move, vorwärts, vorwärts, Y. Ah, ein Slide, nice. Oder eine Schulterramme, ah, okay. Ah. Combo! Yeah! Wie lange geht die weiter? Scheint wohl noch eine Weile zu gehen, okay. Ich mach einfach mal. Cool. Gib mir die Münze, danke. Alter! Okay. Gib mir die Tonne hier. Okay, den haben wir. Yeah. Keine Ahnung, hat mir nichts gebracht, aber... Level 2? Nee. Wer ist er hier? Wurde ich gerade überfahren? Fettwanst. Komm her. Dunk, dunk. Kapow. Aha. Was zur Hölle? Was ist denn jetzt hier? Ja, wie geil ist das? Ah, ich mache ja kalt. Gib mir Kohle.
Arschloch. Hä? Wo kommt die Flasche her? Alter, stirbst du erstmal? Hä? Was ist jetzt passiert? Warum wurde ich jetzt von irgendwas getroffen? Das ist eine geile Kombo gewesen. Alter! Hat schon wieder diese Penner. Ah, raus mit euch! Kleine Emo-Kids, okay? Blocken klappt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hm. Ah, was habe ich denn da gemacht? Irgendwie habe ich gerade eine super Attacke gemacht. Ich habe keine Ahnung wie, aber... Hier irgendwo eine Dingens? Moment mal. Move-Liste, aha! Vorwärts, das ist der Sturmangriff, das hatte ich schon. Aha. Mit jedem Level kriege ich praktisch einen weiteren Move. Hier steht nicht, wie ich den gemacht habe. Sehr spannend. Vielleicht einfach mal gedrückt halten. Gib mal her hier. Ah, Hunde auch noch. Hallo. Wow. Und dann ziehen ja noch so viel ab, ey. Krass. Meine Hunde! Ja, toll, tot. Nein, noch nicht. Was? Ach, gerade noch so ein Level up. Okay. Was stand jetzt? Neuer Move? Neuer Move. Rückschlag. Aha. Ah, okay, cool. Autsch. Yeah. Aha, da geht's rein.
Habe ich eine Abkürzung genommen oder was? Hyperautobahn. Ah, die Dinger muss man sammeln. Oder so. Keine Ahnung. Zu blöd. Ja, ich habe alle Sparschweine verpasst. Das ist gut. Ein Koffer mit Geld. Schneeballschlacht. Boah, das ganze Team wieder. Also wirklich gut bin ich nicht, muss ich sagen. Ja, ja, verprügelt mich. Ihr. Ach, da kann ich rein. Ah. Was ist Gottes Verzugsgebühr? Okay. Hallo, kann ich dir helfen? Ja, das reicht noch nicht ganz. Oh, die Musik zieht an. Sehr schön. Delicious Cup. Tee, Kaffee, Espresso, heiße Schokolade, Eiskaffee. Achso, man kann einfach wieder raus. Okay. Ich bin da reingegangen. Wollte ich doch gar nicht. Nachos, Tacos, was weiß ich. Okay, cool.
langsam reicht's mir mit euch Pennern. Immer fliege ich gleich auf die Fresse, ey. Arschloch, Arschloch. So. Wallace? Aha. Nice. Ah, das heilt mich. Sehr schön. Komm, gib her hier. Sehr schön. Cool. Dafür brauche ich also Kohle. Gut zu wissen. Nein, ich will nichts weiter. Danke. Langsam kriege ich den Dreh raus. Also, langsam. Nicht zu viel, aber langsam. Wobei ich ja irgendwie befürchte, dass ich einfach nur langsam bin, weil so lang sind solche Level ja normalerweise eigentlich nicht. Oh, kaputt gemacht. Ne, darum geht's nicht lang. Oh, eine Geheimtür. Da wollen wir doch mal rein. Wallace Mystery Shop. Aha. Bionischer Arm. Ah, wie geil. Da gibt es also offensichtlich irgendwelche geheimen Waffen oder sowas. Nicht schlecht. Boah, sehr schön. Aha. Was geschieht mit ihm?
komm her, Hund. Das klappt nicht. Keine Ahnung, das klappt nicht so mit dem Antippen bei Angriff, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie die sich das vorstellen, aber... Hallo? Hallo? Keine Ahnung, es klappt nicht. Tot. Konter antippen, A bei Angriff. Na, kommt jetzt ein Boss? Nö. Yeah, Kohle. Yeah. Das ist sehr schön. Ein Münzblock. Noch mehr Münzblöcke. Na, komm. Damit kann ich mir dann nämlich demnächst auch was Vernünftiges leisten, denke ich. Hoffe ich. Crash and the Boys. Hä? Der erste Boss. Matthew Patel! Okay, da geht das mit dem Konto schon mal nicht. Ha! Aus der Luft geholt, den Penner! Ich will auch so eine Spichter-Attacken haben. Arschloch. Hm. Na komm. Mm-hmm.
Boah, Alter. Und wie soll ich die jetzt platt kriegen? Boah. Komm schon. Keine Chance, ey. Komm, ein Leben habe ich noch. Gut. K.O. Geschafft. Yeah, Kohle. Wallace und der Typ da oben küssen sich schon mal, ist doch schön. Abgeschlossen! Yeah! Kann man es vorspulen? Ein bisschen. Level 2. Casa Lomas Filmset. Oh ja. Muss aber nicht jetzt sein. Ihr habt einen Eindruck bekommen, wie das Spiel läuft. Ich denke mal, im Multiplayer macht es noch eine ganze Menge mehr Fun. Nicht, dass ich Freunde hätte, mit denen ich das zusammen zocken könnte, aber das wäre ja auch mal was. Ja, genau. Auf jeden Fall, es ist einfach Standard-Beat'em-up-Spiel. Ich bin halt zu blöd dafür, bei sowas immer herauszufinden, wo treffe ich den Gegner tatsächlich. Ihr seht ja, ich habe die Hälfte der Zeit daneben gehauen. Aber es macht auf jeden Fall eine Menge Fun. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich dann gleich weiter dran setzen und mich noch ein bisschen durchkloppen. Ja, und dann werdet ihr demnächst einen Test erfahren. Super. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, lasst einen netten Kommentar da, lasst ein Abo da und drückt auf die Glocke, um keine weitere Episode zu verpassen. Wenn ihr mich unbedingt finanziell unterstützen wollt, spendiert mir Kaffee. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.